Diese netten Herren da hinten sind gerade beim Bärlauch sammeln. Und zwar jetzt, Ende Oktober. Nämlich sie graben die Wurzeln aus, denn wir haben einen eigenen Survival-Kurs und zwar Survival Extrem, Überleben nur mit dem Messer und wir müssen heute Nahrung suchen. Und dazu gibt es diese Tasche, nämlich die Jäger- und Sammlertasche von Helikontex. Ja, das hier. Weißt du, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann, schön, dass du mit dabei bist. Ja, ist wirklich kein Spaß. Diese Tasche finde ich absolut genial, denn das ist eine richtige Umhängetasche. Und die ist klein, leicht, kompakt, passt überall mit rein. Und dann kann ich aber Folgendes tun. Ich nehme den Zip, mache auf. Ist ein bisschen fummelig. Aber ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Und hast ein Einkaufssackerl. Ja, nämlich das Einkaufssackerl für die Natur. Ich sage das ja auch immer wieder, das ist so ein alter Spruch. Supermarkt Natur nutzbar machen, das ist einer meiner Aufträge, einer meiner Missionen, eines das, wofür Rainer Rossmann steht, den Supermarkt Natur nutzbar machen und da braucht man manchmal einen Einkaufssackerl und da ist das hier extrem praktisch. Ist dann eine nette Umhängetasche, ist auch deutlich fester als ein klassisches Plastiksackerl, das heißt, das zahlt sich auch wirklich aus. Hast hier eine Umhängetasche und da können wir die ganzen Dinge, die wir sammeln und finden, hineingeben. Das ist nämlich wirklich ein Thema. Behälter und Transportmöglichkeiten, wenn du die kaufst, so zum Beispiel einen Rucksack dabei hast oder eine Tasche, dann ist das alles gut. Aber wenn du alles improvisieren musst und die Burschen da hinten, die kommen nur mit dem Messer her. Kein Schlafsack, kein Behälter, kein gar nichts, nur das Messer und das, was sie halt anhaben. Und da wird es irgendwann mal eng, du hast alle Taschen voll mit Zunder und mit irgendwas zum Essen und Kinnspan oder Harz oder was auch immer, was wir halt sammeln, so im Jäger- und Sammler-Style. Und da wäre das hier natürlich Gold wert. Das gebe ich Ihnen aber nicht, das ist eine andere Sache. Aber worauf ich hinaus will ist, du hast dann hier eine super Tasche, die einerseits so viel an du kannst in diese Staufläche viel Material reinpacken, hast dann noch einmal eine kleine Innentasche, das ist auch gleichzeitig die Außenverpackung, die wird dann umgelegt, da kannst du auch noch einmal irgendwas reingeben und hast dann ultraleichtes, super geniales Ding. Ist das was Besonderes? Nein, ist es nicht. Ist das, ja, eine Innovation? Ich weiß nicht, ob es eine Innovation ist. Aber ich finde es total genial. Ist auch halbwegs, ich meine, wasserdicht ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, denn der Zip ist nicht wasserdicht, ja. Aber es ist wasserfest, das heißt, könnte man auch umimprovisieren, um etwas abzudecken, um auch Wasser zu sammeln, um gegebenenfalls auch Wasser abzukochen. Das Einzige, was halt nicht ist, ja, du kannst, es ist nicht doppelt getaped, ja. Das heißt, es ist nicht richtig hundertprozentig wasserdicht. Das ist einfach der Punkt, aber muss nicht sein. Aber für Kleinigkeiten absolut in Ordnung. So, wenn ich es wieder zusammenbauen will, das, übrigens, der Gurt ist natürlich längenverstellbar. Wenn ich es wieder zusammenbauen will, gehe ich hierher und packe mir so, das ganze Zeug, da habe ich es jetzt verkehrt, ich bin ein alter Legastheniker. Ja, du musst mir verzeihen, ich brauche da immer ein bisschen. Ich bin ein bisschen ein Eierbär, was das betrifft. Ja. Da, wo die Uhr drauf ist, auf der Hand, dort ist links. Und deswegen trage ich immer eine Uhr. Wenn ich nämlich keine Uhr habe, dann weiß ich nicht, wo links und rechts ist. Macht aber nichts. Du poppst das Ganze dann hier rein. Ja. Man kann, weil die Frage vielleicht kommen wird, diesen Gurt nicht abnehmen. Also da ist kein Clip dabei und das finde ich auch in Ordnung, weil das ist halt eine Umhängetasche für die Not. Eine Jäger- und Sammlertasche von Helikontex. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Und dieser Clip könnte kaputt werden, macht auch wieder mehr Raum, ein bisschen mehr Gewicht, wobei das dann auch nicht mehr das Krautfett macht, wie man in Österreich sagt, aber soll so sein. Gut, das ist es. Du hast hier außen dann noch eine Schlaufe, um das Teil auch mit einem Karabiner irgendwo zu befestigen. Das ist absolut super. Und wenn die in der Zukunft, wenn diese modularen Systeme, die jetzt aktuell immer beliebter werden bei den Herstellern kommen, könnte man vorstellen, dass vielleicht irgendwann einmal eine Klettfläche dazu kommt, dass man es anglätten kann, aber es ist halt ein Bushcraft, Wildnis, Natur und Ausrüstungsgegenstand und nicht sowas taktisches, militärisches, einsatzkräftetechnisches. Daher weiß ich nicht, ob das kommen wird, aber sei es drum. Das war's. Jetzt bist du dran. Was hältst du von dieser Jäger- und Sammlertasche? Ja, sag mir, hast du das? Findest du das sinnvoll fürs Sammeln eben, wenn ich draußen bin? Zum Beispiel, die holen jetzt Bärlauchwurzeln, also Knollen, Zwiebel, so ist der richtige botanische Ausdruck. Muss ich schon richtig machen als Kräuterpädagoge, der auch Kräuterpädagogen ausbildet. Daher, also eine Zwiebel, da ist das vielleicht jetzt so ein Thema, aber wenn du im Frühjahr hier bist, ist alles voll mit Bärlauch an der Stelle und das wäre doch eine gute Sache. Das Einzige ist halt, es schwitzt ein bisschen da drinnen. Das heißt, wenn du zumachst und Pflanzen ausdünsten, auf das musst du halt achten. Da ist dann wahrscheinlich ein Stofffetzel besser, aber sei es drum.
du bist gefragt. Noch einmal. Kommentar schreiben, hast du sie, was ist deine Meinung dazu? Daumen nach oben oder nach unten, billige Eigenwerbung. Ich gebe da natürlich den Link in meinen Shop, kannst das Teil kaufen, ist ganz klar. Auch zum Extremkurs, wenn dir das interessiert, ein paar andere Videos und beste Grüße aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf Waldhöller Bade. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.